Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Black Sails. Hallo! Das kann ich auch. Hey Leute, grüßt euch. Oh weia. Ja, so, wir haben uns jetzt ein bisschen Rat geholt. Zumindest du hast gesagt, ich habe mich hier nicht ordentlich umgeguckt. Kann ja gar nicht sein. Ich habe jetzt gar nicht großartig, wie gesagt, also ich lasse das so geheimnisvoll, wie es geht. Ich bin mir mal ein bisschen Ansatz. Du musst dich hier noch einiges besser umgucken. Genau, also gucken wir uns jetzt einfach nochmal alles an. Diese Trophäen scheinen von verschiedenen Orten zu kommen, die das Schiff angesteuert hat. Und hier hängt ein kleiner Zettel dran. Toll, auf dem Zettel toll. Steht etwas. Super. Bescheuert. Eigentlich habe ich da hinten angeklickt. Ja, wir gucken uns natürlich den Zettel an. Welcher Zettel denn? Ist ja noch ein Koordinatenzettel. Ein zweiter? Mensch, ey. Mussten es zwei sein? Da steht, erstanden bei Längengrad 27,25, Breitengrad 38,75. Es müssen zwei sein? Erstanden? Was stand auf den anderen? Da steht, erlegt bei Längengrad 28,75, Breitengrad 38,5. Erstanden, erlegt? Was, das... Hier ist übrigens noch ein ganz wichtiger Gegenstand in dem Raum. Das muss das Gebiss eines Hais sein. Okay. Sieht ziemlich furchteinflößend aus. Okay. Ein gut gearbeiteter, massiver Schrank. Den hatten wir ja schon. Der Besitzer war wohl besorgt, dass jemand diesen Schrank öffnet. Er ist durch ein völlig verrostetes Zahlenschloss gesichert. Ach so, das Zahlenschloss vielleicht. Aber nee? Ja, nein. Eine ausgestopfte Eidechse auf einem Ast. Ah ja, schön. Eine unheimliche Totemmaske, die von Wilden für Zeremonien benutzt wird. Mhm. Die andere geht nicht. Aber die noch. Ob der Bewohner dieses Zimmers diese Tiere erlegt hat? Hier hängt ein kleiner Zettel dran. Auf dem Zettel steht etwas. Toll, echt. Die habe ich eine nicht eingesammelt, weil ich dachte, hier hängen so viele, das ist nicht interessant. Das müssten übrigens 1, 2, 3, 4, 5 insgesamt sein. 5? Oh Gott, wir haben gerade noch 3. Zetteln. Da steht, und dann müsstest du eigentlich noch zwei Gegenstände finden. Breitengrad 38. Okay. Erlegt, geschossen, standen. Okay. So, Moment. Waren hier noch mehr Souvenirs? Ich glaube, so langsam peile ich das. Bett ist auch noch mal was. Hier waren noch die Masken, aber ich glaube, die hatten nichts. Eine unheimliche Totemmaske, die von Wilden für Zeremonien benutzt. Bett ist ja auch noch irgendein so ein Tierkopf. Nee, okay. Gut. Hier ist nur so ein Bild, oder was? Nö, du guck doch solche mal. Solche Schmetterlinge findet man bestimmt nur an sehr exotischen Plätzen. Wo diese wohl herstammen? Hier hängt ein kleiner Zettel dran. Auf dem Zettel steht etwas. Nummer 4? Nummer 4, was steht da drauf? Da steht, gefunden bei Längengrad 31, Breitengrad 39. Mal kurz ein bisschen nach oben, weil ich immer so nach unten sitze. Ich sehe mal nur die Hälfte vom... Aber den Setzkasten hatten wir doch schon. So, wo habe ich jetzt nicht geguckt? Du bist so gemein. Moment. Die andere Totenmaske? Eine unheimliche Totenmaske, die von Wilden für beim Bett. Das Bett hatte ich auch noch nicht. Die Laken sind zwar alt und modrig, aber das Bett wurde sehr sorgfältig gemacht. Oh, da liegt ein Zettel. Nein, natürlich nicht. Also ein Zettel fehlt noch und dann zwei Sachen sollten noch zu finden sein. Hier habe ich aber geklickt. Das habe ich gemacht. Das auch. Den Kleiderschrank auch. Die Totenmasken hatte ich jetzt beide. Ich zähle nochmal durch. Ist noch dieses Bullauge, das hatte ich nicht. Nee, Zettel hast du schon genug. Zettel hast du alle. Ich habe mich verzählt. Das war wegen einer Zeile verrutscht. Okay. Aber trotzdem fehlt noch was. Bücher, vielleicht. Der Besitzer war vielseitig interessiert. Das hatten wir schon. Flora und Fauna der Der Besitzer war vielseitig interessiert. Romane, Flora und Fauna der Südsee, Musik. Also hier auch nicht. Ich glaube, ich habe es sogar schon kurz aufblicken gesehen. Was? Doch, hier in den Büchern? Mach mal ganz langsam durch. Oh, bitte. Meine Maus ist doch so kacke, das ist doch fies. Oh, ist das fies. Ich glaube, jetzt, warte mal. Hier über oder ist es die untere Reihe? Ich glaube, die... Warte mal. Meine Maus kommt da nicht ist auf jeden Fall da.
komme ja aber nicht dichter ran, das ist... Oh nee, das ist doch hier mit meiner Kackmaus wieder scheiße. Ja, geh mal da. Moment. Ah, nee. Zeigt er aber nicht an, ne? Er zeigt, er zeigt aber zum Beispiel schon mal zwei Stellen an. Naja, Bücher hier oben und Bücher hier unten, aber... Der Besitzer war sagt, vielseitig interessiert. Sie sagt halt das Romane, Gleiche. Flora und Fauna der Südsee, Musik. Ah, da war eine Hand, da war eine Hand. Ich hab's ganz genau gesehen. Hier war eine Hand. Ich hab's gerade ganz genau gesehen. Da streckt die Griffel aus. Pack die Griffel aus jetzt. Hallo, ich hab's gesehen. Verdammt. Oh, was ist das gemein. Ist das fies. Jetzt strecken wir wieder das LP ein bisschen. Ganz gläubig. Alter, das war hier. Ich hab's ganz genau gesehen. Kannst ja rausschneiden, wie immer, ne? Jetzt mach ich mal meine Maus langsamer. Das bringt auch mir auch nichts. Scheiße, verdammt. Ey, ich hab's doch gesehen. Vielleicht steht sie einfach nur kacke. Okay, das macht's nicht besser. Scheiße. Jetzt will mich doch hier voll rollen. Steht definitiv, es liegt im Bücherregal, auf jeden Fall. Ja, ich hab da jetzt auch gerade, ich hatte jetzt ganz kurz dieses Griffel gesehen. Das Griffelsymbol. Und das ich zeig gerade mit meiner Maus drauf. Es war siehst hier. Es war hier, oder? Da habe ich mich jetzt getäuscht. Ich muss woanders gucken. Ich würde sagen, es war hier gerade. Es war ganz kleine Hand zu sehen. Vielleicht guckst du da. Vielleicht ist es im unteren Teil, dass es da war. So weit unten nicht, sondern über die Bücher dann zwar schon, aber. So, dass es da so drin hängt. Okay, Moment. Also da sehe ich nichts. Das ist aber auch fies, Leute. Geh mal auf dieses Buch, wo oben dieses weiße Stück ist. Das da? Nee. Nee. Das ist jetzt gerade echt fies. Das kriegen das wir hier nicht mehr hin. Da sein. Ey. Man kann auch nicht. Ich hätte jetzt hier gern. Da! Da! Ich war doch falsch. Da war doch kein Griffel. Hab ich mich getäuscht. Na, jetzt sitzt trotzdem nie rein. Da, ehrlich. Brett, da. Brett auch nochmal. Ganz kurz und dann ist es so schnell weg. Jetzt. Ich habe noch da ist aber noch irgendwas. Gehabt. Oh, was ernsthaft? Ich wollte gerade. Da stand Brett eben oder so, ne? Nee. Oder war. Ach nee, das war Bett. Das dann war bist du Bett. Rüber zum Bett. Ja. Wir haben den Dietrich. Ja. Wir haben Dietrich. Wow, ich muss speichern, Leute. Aber wenn das Spiel dann abstürzt, ist kacke. Ach, übrigens, das, was ich gedacht habe, das haben wir doch schon in der Schatulle gefunden. Den Brief? Mhm. Okay, jetzt haben wir einen Dietrich. Und die Koordinaten. Ja, das heißt, wir können Türen öffnen. Da sind ja noch einige Sachen mit Schlössern. Da brauchen wir jetzt nicht mehr mit dem Schädelbohrer irgendwelche Schlösser aufmachen. Alles lässt sich damit auch nicht knacken. Ich überlege gerade, wo war denn jetzt noch eine verschlossene Tür? Ja, zum Beispiel, was zu ist, ist immer noch die Schranktür bei diesem Uhrwerkraum. Was immer noch zu ist. Aber ich glaube, die geht nicht auf. Ist, die Luke. Ja. Und was immer noch zu ist, ist der Kartentisch. Genau, der Kartentisch. Ich glaube, das ist der Wichtige, ne? Und ich würde da jetzt auch hingehen, weil wir jetzt hier stehen. Und ich glaube, bei dem anderen. Was nicht viel Sinn macht. Ja, einfach nur, damit wir hier nochmal ein bisschen, ne? Vorankommen. Mach auf da jetzt das Ding. Ich habe das Schloss des Kartentisches geknackt. Sehr schön. Hui, oh, da ist alles drin. Eine Seekarte. Die könnte noch hilfreich werden. Und da klebt auch ein Notizzettel auf der Karte. Aha. Pack mal ein hier. Die Karte klebt am Tisch fest. Sie würde nur kaputt gehen. Du kannst dir aber das Routenbuch angucken und kannst wahrscheinlich jetzt aber auch hier nutzen. Ah ja, die Koordinaten vergleichen. In Verbindung mit dem Routenbuch noch behilflich sein. Ich kann es bloß nicht lesen wieder. Die Schrift ist furchtbar. Ja, ich kann es auch nicht, aber ich glaube, das ist auch unten unrelevant. Aber sollen wir jetzt die Koordinaten da einzeichnen oder was? Können wir das da rauflegen? Ich muss doch einfach mal dran klicken irgendwie. Ich muss mal gucken. 31, 39. Grad 31, Breitengrad 39. 31, 39. 38. Denn 39 ist hier. Wo ist hier 31? Ach, da hinten. Die ist auf der anderen Seite. Da. Geh mal runter, im Prinzip da, wo es unten ein bisschen wie eine Sonne aussieht. Runter, runter, runter. Was? Ach nee, da oben ist 39. Ja, ah, ja, deswegen, ich war schon bei 39, aber da ist nichts.
Da hat sie nur erzählt. Aber da stehen nur Koordinaten. Da stehen nur Koordinaten. Ja. Und? Aber da stehen vielleicht musst du alle durchprobieren, dass du das weißt. Das fehlt ja auch immer noch der Sextant. Bevor ich hier anfange, auf der Karte rumzukritzeln... Du hast ja jetzt den Kartentisch auf. Gehen da die Schubladen denn jetzt eigentlich auch auf bei dem Kartentisch? Warte mal, ich muss hier nochmal zurück, Wer hat den Schubladen runter? Nee. Aber wir sollen uns erstmal das Routenbuch angucken, hat sie gesagt. Mhm. Machen wir das mal. Um in diesem Buch eine Schifffahrtsroute ausfindig zu machen, muss ich zuerst 5 Orte finden, die angesteuert werden sollen. Wenn ich nun Hinweise darauf hätte, wo das Schiff schon überall war, dann könnte ich mit Hilfe der Seekarte die 5 Orte bestimmen. Na gut, 4 Hammer. Ja, aber es sind doch keine Orte, wo wir schon waren. Nein, nein. Hä? Wir haben hier die Längen- und Breitengradbezeichnungen von den Zetteln. Ja. Sind 1, ich zähle nochmal durch, 1, 2. Ach so, das heißt, oh je. Moment, jetzt müssen wir hier auf die Karte gucken, was da steht. Ja. Mit Hilfe der Seekarte könnte ich doch nicht lesen. Orte bestimmen, die ich für das Routenbuch brauche. Also nur nee, du musst das wahrscheinlich jetzt echt kombinieren mit diesen Zetteln, mit diesem Breitengrad- und Längengradzetteln. Naja, aber sie sagt ja, wenn ich jetzt oder draufklicken, denn einfach, wenn wir die haben. Weil ich dachte jetzt, wir müssen hier gucken, wenn ich hier raufklicke, da stehen nur Namen. Jetzt muss ich mir diesen Namen lesen, den ich aber nicht lesen kann, weil ich nicht weiß, was das da ist. Weißt du was, sag mal jetzt einen nach dem anderen von den Papieren, was das für Breiten und Längengrade sind. Ich kann es irgendwie nie sehen. Um in diesem Buch eine Schifffahrtsroute zu machen, muss ich zuerst 5 Orte finden, die angesteuert werden sollen. Oh, das stört ein bisschen, dass sie das jetzt mal vorliest. Ich glaube, das war ein Ort, das war der Ort. Jetzt ist er rot. Weißt du, wie ich meine? Also ich habe jetzt... Ah ja, und jetzt gucken wir die Papiere halt alle durch. Genau. Mit Hilfe der Seekarte könnte ich die 5 Orte bestimmen, die ich für das Routenbuch brauche. Bla. Nur fehlen mir noch Hinweise auf die Koordinaten. Sorry, ich bin gerade so ungeduldig. Also ich habe jetzt das, waren die Koordinaten von dem hier. Und hier steht ja der Name. Da ich aber das nicht lesen kann, weißt du, habe ich mir das jetzt gemerkt. Und das war den ich gerade markiert habe. Mhm. So. Da steht... Geschossen bei Längengrad 26. Das Breitengrad ist 26, 18 oder 38? 38. 26, 38. Also hier. Und 38 ist hier. Nee, der hier muss das ja sein. Ja, es wird dann auch wahrscheinlich der Name, den daneben tatsächlich auch sein. Das ist dann dieses. Das ist zumindest ein zweistelliger. Also, irgendwas mit P. Pecho, irgendwas, bla. Ich versuche mir das mal so ein bisschen zu notieren, damit wir nicht jedes Mal wieder raus müssen. Da steht, es standen bei Längengrad 27,25, Breitengrad 38,75. 38,75? Ja, ist das jetzt der hier? 38,75. Ich würde sagen, das andere war 7. Was war das erste? 27,25, das müsste dann der hier sein, wa? Das ist der, ja. Der hier, wa? Santona vielleicht? Mhm. Könnte Santona heißen. War das der dritte schon? Ja. Mhm. Der vierte ist... Da steht, er liegt 28, bei Längengrad 28,75. Breitengrad 38,5. Und 38,5. Hab's schon. Ein bisschen höher mit dem Mauszeiger. Eins höher. Der ist es, würde ich sagen. Der hier? Aha. Nicht der hier untere? Nee. Sicher? 38,5 ist genau auf der Hälfte zwischen 39 und 38. Ja, aber die Hälfte ist doch hier. Tatsache, ich habe die Krümmung verpeilt. Ja, passt, hast recht. Aber ich sehe den Punkt von diesem Ding nicht. Der ist der. Ich sehe ihn. Der ist genau im Prinzip an dem Schwarz dran, an dem schwarzen Rand. Also der ist hier dran, ja? Da so? Ja. Okay. Da, wo du jetzt die Maus hast, etwa, ja. Okay. Und dann ist das wohl der Name da drunter. Legius de Pio oder irgend sowas. Mhm. Jetzt müssen wir uns nochmal das Gelaber hier antun. Um in diesem Buch eine Schifffahrtsroute ausfindig zu machen. Der Name ist auch wieder weg. Muss ich zuerst 5 Orte finden. Ja, das war ja der zweite gleich in der ersten Reihe. Genau, das müsste der gewesen sein. So, dann irgendwas mit Legos, bla bla bla. Hat das hier mehrere Seiten? Hier ist keiner mit 3. Der hier war es nicht. Ach hier, Legos de Ding da. Da. Meine Güte. Santana oder Santanos oder sowas? Santana ist hier. Aber ich habe nur. Ah ja, es waren ja nur 4, ne? Und irgendwas mit Pecho J. Pecho irgendwas. Das hier, würde ich sagen. Ne, das. Das hier. Ja, würde ich auch eher sagen. Das hier ist ja... Ich hatte mir so einen Kringel angemalt. Für die 5 Orte gibt es tatsächlich eine eindeutige Schifffahrtsroute.
Aber ohne einen Beweis, dass das Schiff die Orte auch angesteuert hat. Sag mal, liegt auf dem Kartentisch noch irgendwas? Ja, sie hat gesagt, das ist noch ein Zettel. Ja, das war, da war er ja gerade. Oh nein. Ui. Der Notizzettel hat so fest an der Karte geklebt, dass nichts mehr von ihm übrig ist, was von Nutzen wäre. Guck jetzt mal nochmal auf die Karte. Auf der Karte ist ein Abdruck des Zettels entstanden. Auf die Karte? Mhm. Ja, den Zettel haben wir ja nicht bekommen, ne? Nee. Was hat sie mit dem Zettel gemacht? Mit Hilfe der Seekarte könnte ich die fünf Orte bestimmen, die da unten, das ist das mit dem Weißen, ne? Nur fehlen mir noch Hinweise auf die Koordinaten. Kannst du das vielleicht direkt anklicken? Ich sollte zuerst zusehen, dass ich alle fünf Koordinaten finde, bevor ich sie auf der Karte eintrage. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Guck mal, hier ist ein Sextant. Ich sollte zuerst zusehen, dass ich alle fünf Koordinaten finde, bevor ich sie auf der Karte eintrage. Okay, das kapiere ich jetzt nicht. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ist hier noch irgendwas? Der unsichtbare Sextant? Die sagt, was sagt sie jetzt nochmal, wenn du auf das klickst, da passiert nichts, ne? Bin ich hier? Ich sollte zuerst zusehen, ja, die dass sagt, ich alle fünf Koordinaten finde, bevor ich sie auf der Karte eintrage. Ich kann nicht gleichzeitig reden mit der. Ich muss die fünf Koordinaten gleichzeitig eintragen, bevor sie hier irgendwas macht. Und jetzt brauchen wir aber erstmal einen Beweis dafür, dass sie auch wirklich da waren. Das Logbuch des Kapitäns vielleicht. Ach, hier ist der Sextant, guck mal. Ich habe schon gesehen, wie das funktioniert. Weiß ich nicht. Mit dem Sextanten jetzt, oder was? Mit Hilfe der Seekarte könnte ich die fünf Orte bestimmen, die ich für das Routenbuch brauche. Nur fehlen mir noch Hinweise auf die Koordinaten. Da sollen wir doch was anderes machen. Da sollten wir doch irgendwo durchgucken und Lex irgendwas erzählen von Sonne und Mond und Horizont oder so. Also den können wir jetzt hier nicht benutzen. Den benutze ich besser mit den Sternen. Genau, mit den Sternen und Mond. Also ich würde sagen, wir müssen jetzt nochmal das Logbuch finden. Weil sie ja einen Beweis dafür haben wollte. Was ist da jetzt passiert mit dem Zettel? Das raff ich nicht. Das habe ich auch nicht kapiert. Der ist zu Staub zerfallen oder irgendwie sowas. Da ist Abdruck. Ein Abdruck. Dann will den mal direkt aus, an. Als hätten auf dem Zettel Koordinaten gestanden. Sie stehen nun spiegelverkehrt verwaschen auf der Karte und sind daher kaum zu lesen. Also das wäre quasi die fünfte. Mit Hilfe der Seekarte könnte ich die fünf Orte bestimmen, die ich für das Aber es ist viel zu klein. Hast du irgendwas zum Vergrößern da? Nee. Ein Sextant ist ja im Prinzip auch ein Fernglas. Versuch den mal. Ich sollte zuerst zusehen, dass ich alle fünf Koordinaten finde, bevor ich sie auf der Karte eintrage. Was hast du denn noch im Inventar? Wasser. Ich sollte zuerst zusehen, dass ich alle fünf Koordinaten finde, bevor ich sie auf der Karte eintrage. Ich sollte zuerst zusehen, dass ich alle fünf Koordinaten finde, bevor ich sie auf der Karte eintrage. Nein, dann versuch mal. Ich sollte zuerst zusehen, dass ich alle fünf Koordinaten finde, bevor ich sie auf der Karte eintrage. Was ist denn das eigentlich nochmal gewesen? Ein Bild oder was? Wie? Das hier? Ja, ich glaube ein Bild von ihren Eltern oder so. Das ist das einzige Bild meiner richtigen Eltern, das ich besitze. Unglaublich, wie sehr der Bilderrahmen spiegelt. Versuch's doch nochmal. Versuch mal von hier. Vielleicht nicht auf die Karte gehen, sondern von hier aus. Gleich spiegeln. Genau. Sehr gut. In der Spiegelung des Bilderrahmens kann man den Abdruck des Zettels entziffern. Es ist eine Koordinate. 25. Längen und 7. Finde ich aber auch doof, dass man sich direkt auf der Karte konnte. Ja. Okay, jetzt hätten wir ja alle Orte. Aber wir 25 und 37er, und den musst du noch finden auf der Karte. Ja, aber das bringt uns ja nichts, weil sie sagt ja mal, wir müssen einen Hinweis finden. Der Seekarte ja, jetzt haben wir doch alle fünf. Also ja, aber... Nur fehlen mir noch Hinweise auf die Koordinaten. So, 25 und 37 waren es jetzt so. Das ist unten. Das ist ganz weit unten in der Ecke. Da. Ja, der ist es. Also das hier dann, Castello Branco oder so? Mhm. Castello Branco... Ja, und sie hat aber gelabert, als wir das im Logbuch eingegeben haben, die fünf Namen, hat sie gesagt, sie brauchen... Um in diesem Buch eine Schifffahrtsroute ausfindig zu machen, das Gerede muss ich zuerst fünf Orte finden, die angesteuert werden sollen. Ich will da nicht mal reinquatschen. Nee, sie hat dann gesagt, sie braucht erst einen Beweis dafür, dass sie auch wirklich da das angesteuert haben. Also wenn ich jetzt hier wieder alle eingebe, das war ja das zweite hier, dann hatten wir Poco... Nee, das hier... Poco de Nord, war das? Nee, das ist da drunter. Noch drei da drunter, würde ich sagen, das war das. Ja. Nee.
Für die 5 Orte gibt es tatsächlich eine eindeutige Schiffahrtsroute. Hä? Ich hab da noch gar nicht eingegeben. Ohne einen Beweis, dass das Schiff ja, vielleicht die Orte war denn doch ein falscher Ort, weil scheiße. Warte mal, ich guck mal einfach mal nach dem Abend, dass man die mal lesen kann. Ja, aber die sagt wirklich, die braucht einen Beweis. Sie sagt, sie braucht einen Beweis. Und hier sagt sie ja... Mit Hilfe der Seekarte könnte ich die 5 Orte bestimmen, die ich für das Routenbuch brauche. Nur fehlen mir noch Hinweise auf die Koordinaten. Aber wir haben doch die Koordinaten jetzt. Okay, ich gebe es dir jetzt einfach mal. Ich habe jetzt die Namen hier, ich kann sie dadurch auch lesen, weil sie einfach in normaler Druckschrift geschrieben ist. Und da steht auch immer die Spalte, die man anklicken muss. Das ist schon richtig mit dem Logbuch. Okay, na dann gib mal her. Mit dem Routenbuch. Um in diesem Buch eine linke Spalte. Warte. Muss ich zuerst 5 Orte finden, die angesteuert werden ganz sollen. Links, zweite Stadt von oben. Das ist... Das, was wir hatten. Monte heißt das. Oder soll Monte heißen. Das hatten wir ja, ja. So, linke dann. Spalte, 7. Stadt von oben. Die hier, Santana, die hatten wir auch. Santana, jawohl. Oder Santero heißt das eigentlich. Okay. Dann... 2. Spalte von links. Mhm. Genau. 5. von oben. Ja, das hatten wir auch. Legio de Pico. Für die 5 ja, und jetzt sagt sie. Tatsächlich eine eindeutige ja, und jetzt sagt sie schön, sie braucht aber irgendwie. Ohne einen Beweis, dass ein das Beweis. Die Orte auch angesteuert hat. Le muss es doch auf der Karte erst alles angeklickt haben, zumindest einmal. Das ist, ja, aber da sagt sie ja dann auch wieder was anderes. Mit Hilfe der Seekarte könnte ich die 5 Orte bestimmen, die ich für das Routenbuch brauche. Nur fehlen mir noch so, Hinweise auf die jetzt gehen wir jetzt mal. So, wir haben unten ich das was jetzt geht's. Toll. Wieso? Oh scheiße. Da ging's Mikro gehauen. Wieso macht sie das jetzt bitte? Ich versteh's auch nicht. Ist also, das ist schon mal richtig. Bescheuert. Dann war's ich genau habe das. Gefunden. Oh, den Rest habe ich mir. Doch, das. Nee, das war's nicht. Warte mal, gehen wir mit dem Wasser. Noch ein Stück nach links. Links. Stopp. Nach oben. Ach, hier, genau, beim Schwarz hat es ja gesagt. Da war eine was. Stadt gefunden. Was ist denn Santana da? Santana? Ich habe genau. Eine Stadt gefunden. Und was war das andere? Und das letzte, jetzt, warte mal, das war irgendwas mit dreien, ne? Drei. Nee, das haben wir schon. Pedro Miguel müsste das letzte. Ach so, ja, ich sehe es. Wo ist denn das? Das da. Ich habe eine Stadt gefunden. Okay. Und jetzt können wir sie wahrscheinlich auch gut 3, 4, 5. Okay. Das müsste das so erreichen, ja? Mhm. Okay. Ich muss mal im Buch. Um in diesem Buch eine Schiffe. Wenn die Schrift nicht so verschnörkelt wäre, wäre das. Muss ich so zuerst 5 wie gesagt, erste finden, Reihe des zweiten von oben. Hm. Das habe ich mir gemerkt und das. Ich glaube, das. Genau. Für die 5 Orte gibt es tatsächlich eine eindeutige Schiffe. Das ist die Route. Oh, was passiert hier? Falsch. Warte mal, das ist doch. sie hat jetzt aber hier die Route eingezeichnet. Sie hat jetzt irgendwas gemacht gerade. Ah, okay. Das scheint ihr schon gereicht zu haben. Ja. Bilderrahmen, Seekarte, was will der jetzt von mir hier? Ja, da steht doch der Bilderrahmen auf der Karte noch, als Spiegel. Ach so. Was? So siehst du das bloß nicht. Stimmt, aber was soll ich denn jetzt hier machen? Ich weiß es nicht, vielleicht nochmal auf das Logbuch, aber wir haben ja die Schiffsroute. Das ist die Route. Was? Ach so. Wir haben ja die Schiffsroute jetzt. Ja, ja. Also reicht das schon. Okay, ich bin hier völlig überfordert. Wir gehen einfach nochmal zurück zu Lex, weil jetzt haben wir gehen mal ganz kurz nochmal rein. Zur Karte. In die Karte. Weil das eine das kann ja gar nicht hinhauen, weil das gar nicht auf der Route ist. Das da oben. Ja. Ja. Aber die haben halt so, guck mal, das ist ja nicht ganz genau angezeigt. Die sind wahrscheinlich so... Warte mal, das ist das mit 27... 2,25, das ist richtig. 38,75 ist eigentlich auch richtig. Doch, das ist schon richtig, weil sie hat ja weitergemacht. Ja. Also wir haben ja jetzt die Route, also das ist schon, das haut schon hin. Hm. Sie hat ja jetzt die Route eingezeichnet, aber ich würde trotzdem sagen, dass wir jetzt hier einen Cut machen. Und dann wahrscheinlich zu Lex geben und denen dann erstmal berichten von unserem Erfolg. Oh. Ja, Erfolg. Mehr oder weniger. Und dann müssen wir ja nur noch irgendwas mit diesem Sextanten machen, mit den Sternen, was der uns da palabert hat. Ja, da brauchen wir aber freien Himmel. Ja, toll. Okay, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Durch irgendein Fenster, genau. Ja, also dann vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, bis zum nächsten Mal bei dem Chaos.